Also es gibt diverse Finanzierungsprogramme, die aufgestellt worden sind für den Norden, genau, vor allem für die Demokratisierung etc. Da ist also einiges am Laufen. Das Problem ist, dass die Europäische Union eben auch unterstützt, solche Sachen wie Flüchtlingsabwehr von unserer Seite aus gesehen, also von der europäischen Seite aus gesehen, aber eben das Zurückhalten von Flüchtlingen in Nordafrika. Und da gibt es halt eben auch Programme dafür, und dazu kommen noch diverse Kooperationsabkommen, die halt anlaufen, mit Tunesien hat Italien zum Beispiel schon eins, die darauf abzielen, dass Flüchtlinge, die es in die EU geschafft haben, halt zurückgenommen werden, nach Tunesien zum Beispiel. Die EU muss auf jeden Fall Flüchtlinge aufnehmen, die herkommen. Die EU sollte eben auch ein legales Migrationsprogramm auflegen, sodass eben auch Leute herkommen können, die jetzt nicht unbedingt Asyl beantragen wollen. Aber zudem muss die EU sich auch engagieren, um Fluchtgründe eben zu verringern, weil davon gibt es noch genug: Konflikte, Kriege, Verfolgung, politische Verfolgung oder was auch immer, Verfolgung aufgrund der sexuellen Identität zum Beispiel. Und da kann die EU schon viel tun, zum Beispiel indem sie einfach keine Waffen mehr exportiert oder eine faire Handelspolitik macht oder eine bessere Landwirtschaftspolitik. Also alles auch Sachen, die nicht unbedingt Geld kosten, sondern durchaus auch Geld sparen könnten. Und da kann man wirklich viel machen, und ohne dass man halt Flüchtlinge bekämpft. Also wir Grüne bezeichnen auch Migrantinnen ungern als Last. Es ist klar, es ist Verantwortung. Es gibt Länder, die mehr Asylanträge bekommen als andere. Und das ist natürlich ein Problem in dem Sinne, dass wir eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik haben wollen, aber manche Länder eben mit mehr Asylanträgen zu tun haben als andere. Und gerade in Griechenland jetzt so ein Hotspot ist, wo halt viele Asylanträge gestellt werden. Das heißt, die Leute würden sie gerne stellen, können sie aber nicht, weil es eigentlich kein griechisches Asylsystem gibt. Und das ist ganz klar ein Problem, und zwar nicht nur ein Problem für die Mitgliedstaaten selbst, sondern auch für die Flüchtlinge, denn kaum jemand will halt nach Griechenland, sondern die Leute haben zum Beispiel Familie in Frankreich oder können, weiß ich nicht, vielleicht Portugiesisch und möchten deswegen gerne nach Portugal. Und warum sollte man das nicht Leuten ermöglichen, dahin zu gehen, wo sie auch hinwollen? Das macht es auch mit der Integration viel einfacher. Ich würde gar nicht sagen, dass die Öffentlichkeit das ignoriert. Man hört immer wieder, es kann ja wohl nicht sein, dass so viele Menschen im Mittelmeer sterben. Also es gibt da schon eine Aufmerksamkeit für auch. Und ich glaube, man sollte es auch nicht unterschätzen. Es wird immer wieder gesagt, gerade in der Politik, aber die Menschen wollen noch keine Migrantinnen und Migranten. Aber wenn wir Umfragen haben, dann sehen wir immer wieder, dass das gar nicht so ist, dass es durchaus eine Offenheit gibt in der Bevölkerung, Leute aufzunehmen, auch Verständnis gibt für die Fluchtgründe, Migrationsgründe anderer Leute.